Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir sind immer noch auf Bellerophon, haben noch einen Flashpoint am Laufen. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach ganz ohne Umschweife hier in die Mission rein. Ein Attentat im Ödland schon wieder. Notlügen 2. Laut den Informationen, die mein Team aus der eingenommenen Basis entnommen hat, ist unser Ziel mein Feind, Murdoch Davan. Ein unbedeutender politischer Extremist aus Killarney. Er hält sich gerade in diesem Talkessel auf. Vernichten Sie ihn und Sie werden reichlich dafür belohnt. Ja, das ist komisch, ne? Der Typ, der uns kontaktiert hatte, meinte ja, dass die Spur eigentlich zu einem bedeutenden tyrannischen Adligen führen wird. Das hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig bestätigt. Professionell und ohne Zwischenfälle, so mag ich das. Hätten wir das Angebot unseres zwielichtigen Freundes angenommen, wäre das bestimmt alles schrecklich schief gegangen. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Jin. Jetzt bringen wir das noch zu Ende. Wer weiß, wer weiß. So, wir nehmen wieder ein bisschen Schrott mit. Geld haben wir mehr als genug auf jeden Fall. Das Team lassen wir einfach unverändert. Zerstöre das Ziel und flüchte. Na, aber gerne. Command Interface initiated. Vielleicht ohne die Flucht. Davan ist hier in diesem Talkessel. Laut der Information, die meine Leute auf den beschlagnahmten Computern gefunden haben, ist Davan ein politischer Extremist, dessen kindische Philosophie einzig und allein aus Nieder mit den Reichen besteht. Davans Angriffe auf meine Familie und die Familien meiner Kollegen, ein Akt zufälliger Gewalt. Es ging nicht um Rache, sondern nur darum, dass ein armseliger Wicht sich etwas beweisen wollte. Der redet aber gar nicht nett über ihn. Und die falschen Beweise auf den Computern des Warenlagers, was hat es damit auf sich? Gute Frage. Der Warn wollte mich dazu bringen, Haus Steiner anzugreifen, weil sie seiner Meinung nach für die geldgierige Elite stehen. Ohne ihre Hilfe wäre sein Plan vermutlich sogar aufgegangen und wir hätten jetzt eine Blutfehde mit einem äußerst starken Gegner. Ich weiß nicht, ob ich diesen Konflikt überlebt hätte. Aber jetzt wurde der Warns Lügen aufgedeckt und ich weiß, wer mein eigentlicher Feind ist. Hörst du mich, Murdoch? Heute werden meine Söldner dich zur Strecke bringen. Ach, da ist er. Ein Dissident der Liga Freier Welten hat nicht mein eigenes Bild bekommen. Sie können es mal versuchen, Singh. Ich werde auf ihren Gräbern tanzen und dann auf ihrem. Ja, gut, wenn er es so haben möchte. Vernichte die Battlemechs der Verbrecher und der Leibwächter. Und außerdem unser Ziel. Und das alles für, was waren es, drei Atlasschädel? Muss ein Schnäppchen gewesen sein. Ich vermute, wir wollen eher hier hinten herumlaufen und hier diese Deckung nutzen. Von da aus können wir dann zum Beispiel nach links vorstoßen oder sowas. Hier vorne die Deckung ist eigentlich nicht so richtig gut geeignet. Moving to position. Copy that. Keep your eyes peeled, Commander. This looks like an ideal place for an ambush. Na, dann tappen wir da mal lieber nicht rein. Ich finde es auch gut, dass diese ganzen Warnungen so von wegen Hinterhalt und Türme und so, ne, die kommen immer eine Runde zu spät, mindestens. Aber wir hätten natürlich auch hier einfach über diese Insel hopsen auf die andere Seite. Da hätten wir es noch ein bisschen Yes, einfacher zu Commander. verteidigen gehabt, auf jeden Fall. Jo, die kommen da hinten ziemlich schnell angerückt. Die haben natürlich den Nachteil, die müssen durchs Wasser. Dadurch sind die halt nicht so hundertprozentig irre schnell. Was ist denn hier los?
Patriots sich zuerst bewegen. Das scheint ja einfacher zu sein. Position confirmed. Bandit. 50, okay. 55. Ja, das ist wenigstens der richtige Call hier, ne? Bandit. Im Gegensatz zu, ganz oft wird er da in Spielen einfach Hostile gerufen. Ist ja falsch, die haben ja noch nicht auf uns geschossen. Location confirmed. Da gibt es schon eine Sichtlinie. Oh, Sichtlinie will ich eigentlich vermeiden. Wir bekommen so oder so immer Sichtlinie. Okay. Affirmative. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die hier möglichst schnell zu Boden bringen. Problem ist, sie sind ungefähr zeitgleich mit uns dran. Ready for orders. Da können wir die leichten Laser nicht mitbenutzen. Da müssen wir also eigentlich noch ein bisschen warten. Oh Gott, aber ich will die halt gar nicht komplett eigentlich, aber die sind halt auch verschanzt im Moment und so. Wir überlassen denen mal den ersten Zug. Wir sind hier defensiv relativ gut aufgestellt. Stitch hat 5 Ausweichwinkel. Patriot hat nur 3, aber dafür sein Bollwerk. 5 Ausweichwinkel, da machst du echt nichts. Aber schön, dass die KI dann wenigstens so clever ist, nur einen leichten Laser zu feuern, wenn sie halt wirklich... Oder einen schweren, wenn sie halt wirklich gar keine Chancen hat, da irgendwas zu treffen. So, da kommt der Centurion näher. Ein Fehler, wie sich noch herausstellen wird. Light damage. Holding firm. Man möchte also auf unseren Black Knight schießen. Also, und wer kommt da oben angerannt? Von wo schießen die gerade? Ach so, das war er, unser Ziel. Nee, aber da ist noch einer irgendwo. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es sind deutlich mehr Gegner. Zumindest einer mehr. Als ich jetzt vermutet hätte. Orders? Das ist natürlich schon mal nicht so schick. So, Patriot geht direkt in den Nahkampf. Ups. Erzähl mir was über den. LSR Munition rechter Torso, das ist alles, was ich wissen muss. Ist halt echt so. Got it. Scored a critical hit. Leider keine Munitionsexplosion. Ja, da ist definitiv noch eine ganze Lanze irgendwie da hinten. Also wir haben es hier mit 3 Lanzen zu tun, wie es aussieht. Da bin ich ja überhaupt nicht begeistert. Kutter hat keine gute Laune mehr. Good to go. Warum können wir nicht auf... Achso, weil das unser Freund ist. Nice. Dann kann ich allerdings auch einfach hier stehen bleiben. 55.
Da verteilen wir unser Feuer doch ein bisschen, würde ich sagen. So, wir richten uns einfach neu aus. Splitting fire. So viele Treffer zu uns zur Wahl und trotzdem schlägt er deutlich weniger ein, als ich mir immer erhoffe. So, dann werfen wir einfach mal einen Blick darüber, womit wir es da zu tun haben. Beep, beep, boop. All weapons committed. Ich hatte ja eigentlich gehofft, Stitch schon auf den Kinderruf fahren lassen zu können. Hat sich aber leider nicht so ergeben. Aye, aye. Ah, ins Bein. Warum denn ins Bein? Oh, Sturz. Er war vorher schon instabil, weil seine Schwelle echt niedrig ist. Okay, war gut. Hat mir gefallen. Punkte noch im mittleren Torso. Okay, alles klar. Commander? Ja, das bin ich. Meistens. Du bist ein Hunchback mit der AK-20. Was ist denn die Munition? Linke Seite. Okay. Wollen wir den Sprung vielleicht ein bisschen abkürzen lieber? Damit wir, ja, wir wollen den nach hier hinten legen. Damit wir nicht Gefahr laufen, dass uns in den Rücken geschossen wird. I copy. So, und die AK-20-Munition Roger. Muss auf jeden Fall weg. Die ist leider nicht in die Luft geflogen. Reporting, critical hit. Waiting for orders. So, wir gehen hier direkt auf den Center Torso. I copy. Und da gab es eine KSR-Munitionsexplosion. Stehe ich unheimlich drauf. Mike ist auch erst in Runde 2 dran. Wenn er da hinten rumgucken will. Minimal damage on that hit. Oh, pop, 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 pop. Irgendwo hört der Spaß aber auch auf, Junge.
I've been sensor locked. Okay, da hinten sind zu viele Sensorlocker in der Lanze. Da müssen wir was unternehmen. Reporting, minimal damage. Ready for orders. Ja, das sieht gut aus. Locking in coordinates. Time to unload. Und er hat echt schon wieder überlebt. Barely hit, Commander. Irgendwie die LSRs, ne? Center Torso ist nicht so deren starke Seite. So, ich will mich hier wenigstens ein bisschen bewegen. Das ist ja vollkommen unnötig. All weapons committed. Enemy mech destroyed. So, jetzt wird es aufgrund des Sensorlocks hier so langsam unangenehm. Wie machen wir das denn am besten? Der wird auch in Phase 3 dran sein, ne? Alle, die ich sehen kann. Irgendwie halbwegs sind in Phase 3 dran. Wir müssten hier den Sensorlock auf jeden Fall mal unterbrechen. So, dann machen wir es den Jungs mal ordentlich schwer, uns zu sehen. So, Kutter hat auch einen Sensorlock drauf. Der Sensorlock ist sowieso schon weg, ne? Fällt mir dabei auf. Es sind einfach nur noch die Sensoren gestört. Standing by. Mhm, da kommt schon der nächste. Hallöchen. Sensorlock on me. Das ist gar nicht so schlimm. Du bist relativ gut geschützt. Treffen trotzdem ganz gut, trotz der lustigen Kristalle. Boah. I'm showing minor damage. Okay, also da hinten müssen wir gleich mal jemanden zerlegen, auf jeden Fall. Ach, das gefällt mir nicht so gut. Standing by. Das gefällt mir auch nicht so gut. Aber da müssen wir halt irgendwie durch. Ready to get it on. Also, Kutte ist relativ schnell wieder dran. Hier unten kriegen wir den eh nicht in Deckung vernünftig.
Wir müssen noch ein bisschen dichter ran, wie es aussieht. Munition. Wo hast du die? Linker Torso. Move order received. Confirmed. I think I hit something good. Das denke ich auch. Standing by. Locked on with all weapons. Tango down. So, dann schauen wir mal. Engaging jump jets. Ob wir schießen oder lieber den dahinter Sensor locken, weil der irgendein dickes Geschütz drauf hat. Du bist ein Trebuchet. Das heißt, du hast deine Munition leider sehr gut verteilt. Könnten ihm ins Bein schießen. All weapons committed. Kopftreffer war dabei. Enemy mech. Critical damage detected. Nice. So, um den wird sich Mike kümmern. Yes, Commander. Kutte wird hier gleich mal dafür sorgen, dass ein bisschen weniger Feuer auf uns einprasselt. Du bist ein Cicada, du bist ein Hunchback. Die Laser-Variante, ach. Oh Gott, das sind die Trefferchancen trotz Präzisionsschlag. Okay, war gut. Inflicted some heavy damage. Oh, so eine Variante bist du also. Er hat noch genug Punkte im Center Torso. Crab und der Centurion hat die AK-10. Die Crab ist einigermaßen ungefährlich. Verteidiger, Taktiker. AK-10-Munition, rechter Torso oder halt die LSR-Munition. Aber wir gehen auf die AK-10-Munition. All weapons committed. Enemy mech. Critical damage detected. So, alles im Rahmen. Damage minimal. Standing by.
nur ein ungezählter Schuss. Aber. Firing jump jets. Zielgenauigkeits-Upgrade. Wird jetzt hoffentlich voll zuschlagen. Auch wenn es nicht so aussieht. Achso, weil unsere Sensoren gestört sind. Alles klar. Doch, doch, war schon okay. Hat ihm Angst gemacht. Einzelnen Laser hat er noch. Got something you want done? Ja, definitiv. Oh Mann. Wenn man dieses blöde Zoome. I copy. Firing full complement on the enemy. Ein, zwei Querschläge hat die Trap da abbekommen. Da kommt 65. Ah, Jägermech. Ah, war mir doch vorhin so. Okay, alles gut noch. Warning. Armor low. Das war ein Kopftreffer, gell? Nee. Okay, jetzt müssen wir hier was machen. Die scheinen sich auf Stitch ein bisschen einschießen zu wollen. Finde ich natürlich komplett ungeil. Zumal wir auch... kein... Wie viel können wir denn hier reinballern, ohne zu sterben? Geht. Die linke Seite ist unsere gute Seite. Ja, von daher ist die Bewegung hier ganz cool, auch wenn ich ihn natürlich viel lieber von der Seite angegriffen hätte. Aber hier haben wir einfach einen Ausweichwinkel mehr. Ach du Schande. Trefferchancen vom Feinsten. Engaging target. Oh, und er hat knapp überlebt. Jo, da hat der letzte Laser gefehlt. Wolverine. Kommt da hinten aus der Deckung gesprungen. Damage minimal. Ready to get it on. Du hast noch einen L-Laser und einen M-Laser. Du hast eine PPK. So, ein kleiner Hopser. Whoop, Mini-Hopser. Whoop.
Wo hast denn du deine Munition? Ein Mitteltorso, okay. Wir versuchen den rechten Torso abzuschießen. All weapons are go. Und dann macht Kamikaze genug Schaden, um den Center Torso auch mit auszuschalten. Aber wichtig war mir jetzt die PPK auszuschalten. What's up, boss? Okay, wir nehmen hier eine ganz normale Bewegung. Das Ding hat nur Energiewaffen dran, ne? Jo. Okay, worauf wollen wir schießen, ist dann die hochinteressante Frage. Vielleicht tatsächlich auf den Center Torso. Copy that. Um das Schlachtfeld ein bisschen leer zu räumen. Damage minimal. So, was lebt denn hier noch an Schrotteinheiten? Hier brauchen wir 26 Punkte. Hier brauchen wir 8 Punkte. Und den Jägermech sehen wir auch. Wir sehen auch den Wolverine. Good to go. Trefferchancen sehr gut. Premium. Und bei denen können wir es uns dann aussuchen. Den halte ich im Prinzip für gefährlicher. Wahrscheinlich den Jägermech sogar, ne? Oh, der Jägermech ist instabil. Na, sag das doch. Acknowledged. So, wir schießen hier von der linken Seite. Die ist leider noch gut. Hier schießen wir von vorne. Vorne ist nicht mehr gut. So, mal sehen, ob das ausreicht, so. Acknowledged. Primary target damage, Commander. Ach, wir haben gar nichts in Center Torso getroffen, echt jetzt. I hope we can salvage that. Das ist schon ein bisschen traurig. Noch ist alles gut. Die Hitze macht mir im Moment tatsächlich mehr Sorgen. Du bist in Phase 2 dran, hast also keine Priorität. Das ist Munition am rechten Torso, alles Klärchen. So, wir verschaffen uns hier ein bisschen Kühlung. Sweet. Locking on target. No. Scored a critical hit. Yeah.
von da hinten regnet es halt echt immer noch Raketen. Von diesem 50-Tonner. Wow, Patriot. Du Monster. Es dampft. Okay, dann schauen wir mal, ob da irgendwas trifft. Ja, aber den Center Torso zu treffen ist irgendwie echt nicht so einfach, ne? Wir haben den schon wieder gar nicht getroffen, obwohl wir halt direkt von vorne drauf geschossen haben. Wie zum Kuckuck kann denn das bitte sein? So, Patriot macht das, was er am besten kann. Er begibt sich in eine wahnsinnig gefährliche Position, um seiner Lanze den Arsch zu retten. Nee, das lassen wir. Problem ist nämlich tatsächlich, dass wir keinen gezielten Schuss machen können, weil wir die Crap nicht ausgeschaltet haben. Er ist in Phase 3 wieder dran. Und da wir nicht als letztes dran sind, haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir nächste Runde als Erste dran sind. So, kann jetzt jemand diese Crap bitte einfach ausschalten? Targeting for an Alpha Strike. Dankeschön. Der ist echt schon halb kaputt da hinten. Na, das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, dass wir den schon... Ja, den hätten wir down bekommen, wenn ich da in die Flanke gesprungen wäre. Der zieht sich zurück. Okay. Mike, auf wen willst du noch schießen? Vielleicht auf diesen Jäger-Mac? Ready for orders. Hast du Bock drauf? Hast du eine Chance, in seine Flanke zu kommen? Oh ja. Und das auch mit Laufen machen, aber ja doch. On my way. Firing a full salvo. Ah, das Bein auch. Das Bein auch. Reporting critical hit. Mit Munitionsexplosion und allem drum und dran. Beinahe hätte es noch den Center Torso mit weggerissen. Sehr gute Salve, das. Haha. So, Patriot. Yes, Commander. Du hast einen Job. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht mal zielen, ne? Acknowledged. Patriot müsste eigentlich genug Schaden machen. Boah, da geht eine Menge ins Bein. Tango down. Gefällt, aber richtig. Ah, da kommt er doch wieder an. Um auf diesen armen, unschuldigen Erdhügel zu schießen. Das kann ich einfach nicht gutheißen. Orders? Ja, natürlich.
that. So, wird ein bisschen heiß im Cockpit. Hol die Badeshorts raus. Roger. Target destroyed. AK-20, Baby. Noch 3 Schuss übrig. Wir könnten also noch ein bisschen. Okay. Keine Sichtlinie für dich. Oh, doch. Sichtlinie für dich. Können wir uns, wenn wir hier bergauf? Nein. Wir müssen also zwangsläufig springen. Engaging Jump Jets. Und zwar nur, um ihn hier eine Phase nach hinten zu befördern. Schaden ist jetzt absolut sekundär, aber definitiv nicht zu verachten. So, und das solltest doch Mike wunderbar einfach machen. Standing by. Hier in diesen Center Torso reinzuschießen. Heading out. Und diesen Gegner zu eliminieren. One last touch. Alle Ziele eliminiert, halten Sie Stellung, ich komme Sie dort abholen. Gute Arbeit, Commander. Da waren es der gesamten Singh-Familie schon lange ein Dorn im Auge, aber jetzt können wir endlich wieder ruhig schlafen. Kehren Sie zurück und wir reden über Ihre Belohnung, die Sie sich redlich verdient haben. Mission successful. Ja, 63.000 haben wir verdient. Yippie. Einigermaßen gut verteilt die Abschüsse. Mit Mike durfte eine ganze Menge Kills ausführen. Und wir bekommen auch noch Jägermech-Teile, würde ich vermuten. Ja, so viel Schrott übrig geblieben. Aber wir nehmen hier ein Kinderrot-Teil mit, auf jeden Fall. Davon haben wir schon ein paar. Ein Hunchback, warum nicht? Und ein Trebuchet. Boah, und außerdem haben wir auch noch ein Cicada-Teil bekommen. Nice. Notlügen 3 im hohen Orbit um Bellerophon. Es ist vollbracht. Mein wahrer Feind ist tot und seine Anstrengung, Haus Steiner zu verleumden, wurden vereitelt. Und sie haben mich auf eine dritte Partei aufmerksam gemacht, die sich in meine Angelegenheiten einmischt. Meine Leute werden ihren mysteriösen Freund jagen, das versichere ich ihnen. Und wenn sie ihn finden, dann werde ich ihre Einheit mit der Eliminierung der Kabale beauftragen, für die er arbeitet. Hört sich doch noch Spaß an. Es war uns wie immer ein Vergnügen, Force Commander Singh. Wir fühlen uns geehrt, Haus Marek und ihrer eigenen Familie dienen zu können. Die Ehre ist ganz meinerseits, Mr. Oliveira. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Einheit viel Erfolg für die Zukunft, Commander von Quakenburg. Ich schätze Ihre Arbeit. Die Liga freier Welten, ne? Ohne Quatsch. Das einzige Nachfolgerhaus, der einzige Nachfolgerstaat, mit dem wir noch richtig gut stehen, glaube ich, weil die einfach noch nie Scheißaufträge hatten. Jedenfalls kann ich mich an keinen erinnern. Force Commander Singh verschwindet von deinem Bildschirm. Ein weiterer zufriedener Auftraggeber. Endlich mal einer, meinste. Davon nehme ich so viele wie möglich. Alle wieder auf ihre Posten, wir sind hier fertig. Zeit weiterzuziehen. In der Tat. Aber erst streichen wir noch unsere fürstliche Belohnung ein. Ein Laser mit Präzision und Crit. Okay. Ein Wärmespeicher. Nicht so geil. Wie viel wiegt denn das Ding eigentlich? 4 Slots braucht man dafür. Wow. Ja, gut. Ein Highlander B-Teil. Schön.
Und beim nächsten Mal werden wir dann hoppladihopp. Haben wir irgendwas, was drängt tatsächlich? Hier haben wir noch 119 Tage, das ist quasi das nächste. Hier haben wir noch 104 Tage, das sollte aber machbar sein, wenn wir erst dorthin fliegen, auf jeden Fall. Und ansonsten sind hier gar keine neuen Flashpoints aufgetaucht. Das heißt, wir haben vielleicht tatsächlich bald alle durch. Würde ich vermuten. Also es gibt noch Flashpoints, wenn man halt alliiert ist. Mit den Häusern. Daran müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Na, guck mal, mit dem Draconis-Kombinat könnten wir uns auch sofort verbünden. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Fraktionen einen weniger mögen, wenn man sich mit einer verbündet. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant rauszufinden. Und dann müssen wir die mal irgendwie alle der Reihe nach maxen und dann den Flashpoint machen, das Bündnis kündigen, uns mit einem anderen Haus verbünden. Das wäre, glaube ich, ganz clever. Damit wir die Flashpoints alle auf jeden Fall machen können. Ja, ansonsten war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.